Willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play Projekt. Dieses Mal die Demo zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ja, ich habe ja mal bereits Final Fantasy 9, 10, 12 und 13 gespielt. Ich muss sagen, der 9. Teil hat mir von denen, den ich gespielt habe, sogar am besten gefallen. Teil 7 habe ich schon sehr viel Positives gehört, habe ich noch nie gespielt. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal rein, ne? Wie viel können wir denn bitte schon davon spielen? Kameraeinstellungen, vertikal, horizontal, beide Achsen investieren. Ja, ich nehme Standard, komm. Wähle einen Schwierigkeitsgrad für die Kämpfe. Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit unter Systemeinstellungen geändert werden. Würde klassisch. In diesem Modus kämpfen die Charaktere automatisch und du kannst dich ganz auf die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Der Startschwierigkeitsgrad richtet sich an Spieler, die anspruchsvolle Kämpfe bevorzugen. Okay, aber nicht, dass ich hier gleich hier einen Game Over-Bildschirm sehe. Das wollen wir ja nicht sehen. Wir wollen sehen, was in der Welt so vor sich geht. Hoffentlich können wir da alles bereisen, überall hingehen. Oh ja, jetzt will ich alles erkunden. Auf geht's, Rekrut! Okay, von mir aus. Was gibt's denn hier hinten? Gibt's hier irgendwas Schönes? Kann man hier vielleicht noch irgendwas einsammeln? Irgendwas damit baus. Okay, gut. Wie ist die Steuerung? Auf Viereck schlägt man zu. Okay, kann ich hier was gut machen? Sieht nicht so aus. Okay, Kreis. Hat keine Belegung. Kreuz auch nicht. Dreieck ebenso wenig. Ich geh einfach mal alle Tasten mal durch. Ne, okay. Wir können also gerade nur zuhauen. Okay, Kumpel. Ja, dann gehe ich mal voran. Halt! Wer ist da?
Dein schlimmster Albtraum. Alles klar, ich bin also jetzt mal Devil May Cry, beziehungsweise mit Viereck führst du einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Okay. Eindringlinge, keine Bewegung! Mal weiter. Sehr gut. So, oh, warte. Und eigentlich. Genug. So. Das ist das Blaue hier, das soll ich mal einsammeln, ja. So. Wir spielen Cloud Strife, Kommando, Magie, Gegenstände, haben wir hier irgendwas? Heiltränke, Äther, nein danke. So. Wow. Gibt's hier hinten irgendwas Sammelbares? Nein, okay. Was zur Hölle? Hallo. Halt, stehen bleiben! Oh, ich denke, die komplette Aufmerksamkeit auf mich und hört einfach ab. Jetzt haut ab. Tschüss. Lass mich einfach in Ruhe, ne? Hier nur der Rekrut und ihr seid wahrscheinlich irgendwelche Elite-Kämpfer, die mich jetzt zum Sterben mal zurücklassen. Ja, super. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen. Zum Beispiel, indem du Gegner mit Fähigkeit attackierst. Maximal können 2 ATB-Einheiten aufgeladen werden. Okay, ist gut. Hände hoch! Sonst schießt mir! Versucht's nur. Das hätte ich auch gleich gesagt. Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig vom Kommando 1 bis 2 ATB-Einheiten verbraucht. Okay. Von mir aus umblättern. Achso, okay. Hätte sein können, dass noch was irgendwas Interessantes steht. Dem ist nicht so. Spielen Devil May Cry ohne Ausweichmöglichkeit. Schade. So, Schwert mal wegstecken. Ja, Kumpel, du ruhst dich auf der Palette in Ruhe aus. Natürlich. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke Start, um das Hauptmenü zu öffnen. Deine nächste Missionsaufgabe und die Karte werden angezeigt, indem du diese Taste drückst. Okay. Wenn du dich stellst mit dem Symbol. Was ist das für ein Symbol? Ich kann es nicht lesen. Mit dem Symbol Pfeil näherst, führt dein Charakter automatisch Aktionen wie Springen oder Kriechen aus. Okay. Ah, der ruht sich doch nicht auf der Palette aus. Okay, weil das ist überhaupt eine Palette nicht. Ist ein. Was ist das? Das ist. Egal. Da ist ein Rolli. Ha! Habe ich doch was gelernt. Von meinen Kumpels. Oh ja, kann ich mir hier. Es ist ein Kondomautomat. Da hole ich mir. Ich brauche hier Magnum. Ich brauche richtig dicke Dinger, ne? So, im Hauptmenü können unter anderem die Parameter der Charaktere sowie die bisher gesammelten Gegenstände eingesehen werden. Kampfeinstellungen. Impulshieb, okay. Warte mal. Habe ich aber nicht freigeschaltet. Also mit L1 kann ich die anführen, okay. Magie. Feuerball, okay. Achso, warte mal. Heißt die, muss ich das jetzt noch bestätigen? Ach, da unten ist ein kleiner Timer, wie lange ich schon spiele. I see. Fertigkeiten, Mühlenkopf, Impulshieb. Okay, gut, ja, merke ich mir mal. Magie, Feuer. Überprüfe den Magie, das mache ich da gerade. Kann ich es nicht weiter überprüfen? Schade. Gegenstände, ich habe das hier aktuell. Statuswerte. Okay, gut. Anleitung, ja, das sind die Dinger. Okay, hab ich bereits gelesen. System mit Schwierigkeitsgrad, nein. Willst du das Spiel kaufen? Erstmal nicht. Gucken wir uns erstmal die Demo in Ruhe an. Also bis jetzt macht es einen ganz guten Eindruck. Bin mal gespannt, was rauskommt. Ah ja, Karte. Schade, ich wollte gerade die Karte aufrufen. Die Waffe runter! Stehen bleiben! Du darfst nicht die Karte aufrufen! Lauf doch! Was für ein Kerl! Toll, meine Kumpel hat mich einfach Ruhe. Ja, Polizisten, ich muss mal ganz kurz hier. Oh, warte mal. Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 und Kreis blocken. Nein, warte mal. Mit R1 blocken. Oder ihn mit Kreis ausweichen. Jetzt kann ich ausweichen. Okay, gut. Also doch wie Devil May Cry. Ist klar. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die Leiste auf. Okay. Also, wir probieren es mal aus. Wir probieren mal zunächst einmal
Die R1-Taste. Sofort ergeben! R1! Ich muss mir den Rücken frei halten. Episch. Ist das alles? Das wieder mal diebisch. Und das! So, nächster bitte. Das Spiel der McCry. Oh, bla, ich hab wieder. Tut mir leid, ich wollte springen. Weiß ich nicht, ich mag irgendwie Spiele nicht wirklich, wo man nicht springen kann. Wow, weil mir fehlt ja immer irgendwas. Wollen wir mal, oder? Da, den blocken. Den müssen wir blocken. Geblockt. Um, nimm das. Springen wir natürlich auch nicht so verkehrt, aber so muss ich sein. Ha! Schau, ich dachte, wir könnten die Leiche noch in zwei Hälften schneiden. Ach, wir können sogar sprinten auf R1. Ah, guck mal. I see. Gut, wir rufen mal die Karte auf. Okay, was ist denn hier eigentlich überhaupt meine Aufgabe? Folge Barrett. Ja, der ist mit seiner heiteren Truppe abgehauen. Den kann ich gerade nicht folgen. So, rauer Empfang. Ja, kann man so sagen. Folge Barrett. Oder Barrett. Das könnte sowohl ein T als auch ein L sein. Gibt's hier noch irgendwas? Nein, schade. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Durchdrücken von Dreieck. Kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen? Wenn der Hinweis halten erscheint, musst du die Taste länger gedrückt halten, um die Aktion auszuführen. Okay. Da ist eine Kiste. Okay. Ach so. Sehr schön. Sag ich mal, was habt ihr hier? Heiltränke. Sehr schön. Ah, na bitte. Oh, noch eine Kiste. Handgranaten. Sehr schön. Aber hier nochmal, sag mal, irgendwas hier. Sieht nicht so aus, ne? Oh, warte, ich will auch nicht, dass es weitergeht. Wenn du auf Frachtkisten von Shiva stößt, solltest du versuchen, mit Viereck zu zerstören. Manche Kisten erhalten Heiltränke oder Makonit, mit denen du deine MP regenerieren kannst. Mana Points. Okay, sind das die, von der Rede war? Ja, das sind die sogar. Okay. So, wir stoßen mal zu der Gruppe zurück. Hey, ihr faulen Säcke, hier bin ich. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Ich dann gib mir die Raketenwerfer, Kumpel. Die will ich haben. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, ja. Das wieder. So einem Gesicht immer doch. Die mögen mich. Warte mal, kann ich nicht mit der? Kann ich die gleich mal klar machen? Nee, geht nicht. Okay. Da geht's, glaube ich, weiter. Okay, dann reden wir mal mit dem Moppichen hier. Gib mir die Raketenwerfer, der ist cool. Vielleicht, ich bin aber auch gleich wieder weg, ne? Ich rück mal nicht nur um. Warte mal. Oh, gucken wir uns mal die Figur noch ein bisschen näher an. Das sieht ja ganz cool aus. Boah. Alter, die ganzen Details auch noch. Das ist hier. Doch, der sieht mega badass aus, vor allem mit dem fetten Schwert auf dem Rücken, das gefällt mir. Cooler Typ. Okay, wie war der Name nochmal? Nicht anfassen, Kumpel, das kostet extra. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir, dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Okay, ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn die Demo jetzt geendet hätte, weil das ist nämlich das Bild, was man bei der Demo sieht, beziehungsweise im Startbildschirm.
Kann man hier entlang? Nein, wir können ja nicht lang. Okay, das sah jetzt gerade so einladend aus. Von mir aus. Dann gehen wir noch ein bisschen hier entlang. Und, oh, Kämpfe. Mit, ja, okay, warte mal. Also wenn ich jetzt das Ding eindrücke, dann kann ich zwischen den ganzen Zielen wechseln. Okay. Okay, ist gut. Los, Fresschen! Ist das alles? Oh, scheiß Köter. Ey, ich kann den Hunden nichts antun, okay? Obwohl. Hau ab! Töle! Bam! Moment, der lädt gleich nach. Warte mal. Boom! Ja, komm doch her. Trau dich! Schieben wir das Spielchen, wer ist ein feiges Hühnchen? Bam! Na komm schon. Der Hund kann aber eine Menge einstecken, sag mal. Mehr als die ganzen Soldaten hier. Was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas? Nein, schade. Hätte dich aber doch schon ein bisschen enttäuscht. Ja, mal gucken, vielleicht kommt noch irgendwas Spannendes. Ja, ihr haut wieder ab, natürlich. Nein, ich nehme mal an, ja, läuft. Ja, ich hab's doch gewusst. Die laufen ohne mich weiter, natürlich. Gucken wir mal. Oh, Mann. Fetter Turm. Da gehen wir gleich bestimmt hoch. Da ist der Aufzug. Okay. Please hold the line. Ah, ich wollte schon sagen, ist der kaputt. Geht's nicht weiter. Lass mich raten, ihr habt mir bestimmt eine Menge Gegner übrig gelassen. Nein, keine Gegner hier. Okay. Bam! Mehr kaputt machen geht nicht. Nur. Doch hier! Ah, ich kann mehr kaputt machen. Sehr gut. Was stöhnt ihr da so rum? Ja, durchstöhnen und Löcher hinterlassen. Ja, darin seid ihr natürlich Experten, nicht wahr? Oh, Besuch. Für dich. Ah, ihr lasst mir natürlich die ganzen Gegner übrig. Danke auch für nichts. Oh, ja. Hm, sieht ja sehr interessant aus. Warte. So, und Hackfleisch. Genug. Warte, ich mach zuerst den fertig. Bam! Warte, nee, Zuging ausweichen. Ah, okay. Hechtrolle! Aus der Rolle heraus, bam! Komm doch her. Mal einen richtigen Schwertkampf, bam! Komm, ich zeig dir mal einen richtigen, komm. Ich hab so einen richtig dicken für dich. Verlorene TP-Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke oder Magie via Vita regenerieren. Sing dein TP aller Gruppenmitglieder auf 0, heißt es Game Over. Hab ich wirklich so wenig Leben gerade übrig? Oh ja, ich seh's gerade. Moment. Gegenstände, Heiltrank, einmal benehmen, bitte. Auf Cloud, ja. Darf jetzt nicht schlapp machen. Natürlich nicht, vor allem nicht gegen einen Hund, Mensch. Warte mal, Magie kann ich hier nicht noch. Warte mal. Magie, würde ich gerne mal Feuer probieren. Feuer auf Wachhund. Oh ja, er liegt am Boden. Drauf da. Drauf, Cloud. Haut drauf. Ja, du hast auf den Hund drauf. Er kann es nicht wehren. Mach ihn kaputt, Cloud. Ja, los, töten. Mach Hundefleisch aus ihm. Lecker Hund. Du kommst auf den Grill, Kumpel. Oh, genau, inhalieren. Hundekokain. So, wo sind die anderen Versager hin? So, wo sind sie denn? Wo sind sie? Oh, hier. Sehr gut. Heiltrank. Ja, wunderbar. Alles einsammeln. So muss das sein. Mich raten, gleich kommt ein Käfigmatch. Oder auch nicht. Gibt's nur irgendwas? Nein. Okay, hier gibt's nichts weiter. Dann gehen wir weiter. Ah! Ja, meine Kumpels haben... Ja, ihr macht euch natürlich aus dem Staub und ich kümmere mich hier um die Typen, na klar. Hau ab!
Du kommst jetzt nicht so dran, komm her. Boah, Handgranate. Ich bin bereit. Eine Kiste, mal kurz mal gucken, was haben wir da drin? Heiltränke, na bitte, die werde ich bestimmt nachher brauchen, ne? Wenn ich jetzt schon damit so zugespammt werde. Hallöchen, Aufzug oder was? Oder wie oder was? Dreieck. Okay, ich folge euch einfach mal. Ich will nicht mit den Dicken mitgehen. Ich gebe mir den Typen mit, der eine Sonnenbrille trägt. Der mit der Sonnenbrille ist garantiert der Anführer. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Was mit dir? Du chillst erstmal in Ruhe, was? Bix kümmert sich um die Tür. Okay. Das hätte er ja jetzt nicht während der Cutscene machen können, ne? Gut, dann gucke ich mich in Ruhe um. Und du, deine Minigun würde ich gerne haben. Keine krummen Touren. Schade. Kann ich irgendwelche Emotes abspielen? Natürlich nicht. Kann ich mit dir reden? Ich rede mal kurz mit dir. Ey, ich bin die Ruhe selbst. Was zum... Die Tür! Herr Kumpel, ja, danke für nochmal die Unterstützung, wa? Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, aber egal. Wenn du Dreieck drückst, führst du einen aktiven Charakter seine Spezialfähigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Iron-Haltung in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier's am besten gleich mal aus. Okay. Nur einer? Offensiv. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch in die Iron-Fähigkeit. Okay, gut, ja, ist gut. Das wird ein Klacks. Ja, ja, ich merke schon. Viel Schaden, aber wir sind verdammt langsam. Bob. Konzentration. Konzentration, ja. Na dann. Alle tot. Sehr schön. Und weiter geht's. Woher Charme? Bleib bei der Sache. Ich hau mir die Kisten kaputt. So, was haben wir hier noch? Ich passe hier auf. Natürlich, überlasst ruhig mir die ganze Arbeit. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ey, wer hat denn hier gerade eben die ganzen Leute fertig gemacht? Du oder ich? Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet schon. Hey, Solid Snake für Arme, du kommst mit. So, ich mache die Truhe hier. Phönixfeder, die kenne ich noch. Das ist, wenn jemand stirbt, kann man die nehmen und dann sind alle wieder am Leben. Ja, beziehungsweise, wenn ein Charakter stirbt, dann kann man die nehmen, damit er dann wieder am Leben ist. Der Aufzug ist gerade noch unten. Okay, warten Drück wir mal. Den Knopf da. Ich rede kurz mit dem. Hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Das wollte ich gerade zu dir sagen, Kumpel. Jetzt drücken wir mal das Knöpfchen und mal gucken, was passiert.
Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Barrett Wallace. Meine, das ist schon so ein richtiger männlicher Name. Barrett ist auf Distanz spezialisiert. Wenn du Viereck gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse ineinander ab. Wechsel zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit seiner Nahkampfwaffe nicht leuchtet. Okay, gut. Weg da, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Taka, 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 taka. Taka. Taka, 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 taka. Komm schon, na ja, komm. Vorhin, der Katzen hat es ein bisschen schneller kaputt gemacht. Kaputt. Barrett führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß aus, der die Wühlgleise stark auflädt. Die Spezialfähigkeit ist allerdings ein Nachladezeit, sodass du den Zeitpunkt für die Einsatzbeobachtung. Okay. Ah, ist gut. Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Mach mir nicht schlapp. Boom. Dich mach ich zu Staub. Okay, mit dem hat er also angegriffen. I see. Taka, taka, taka. Oh, weg da. Glaub, dein Leben sieht nicht gut aus. Kaputt. Mit den Pfeiltasten kannst du Lust und Laune bzw. Kampfsituationen zwischen den Charakteren deiner Gruppe wechseln. Mit L2 und R2 kannst du deinen Gefährten aber auch Befehle, ihre Fertigkeiten einzusetzen, ohne sie wechseln zu müssen. Das ist doch gut. Du siehst ziemlich mitgenommen. Ging das nochmal? Hier, okay.
Also, dann holen wir uns hier noch einen Gegenstand, und zwar einen Heiltrank. Cloud. Du hast freien Schuss. Wir kriegen jetzt nochmal hier blocken. So, dann greifen wir an. So. Hoah. Ah, man springt automatisch. Okay, das ist interessant. Boom. Alarm. Alarm. Mit dem Mund. Mit Sack. Mit Sack. Sack, ich liebe dich. Ich liebe dich. So, waren wir stehen geblieben. Mit Sack. Genau, da war ich stehen geblieben. Cloud, da drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu Spaß. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Dann hau ab! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen jagen zu! Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte dazu R1 gedrückt. Ja, habe ich vorhin schon gemacht. Ja, ist gut. Hat sich einfach mal gedrückt, ist gut. Ich sag mal, wenn ich die berühre, heißt Game Over. Gucken wir uns nochmal ein bisschen hier um. Okay, Kisten, die sehen da verdächtig aus. Einfach nochmal gucken. Na gut. Ha! Gar nicht mal schlecht. Respekt. Danke sehr. Rekrut. Ja, sehr gut. Weiter so, Cloud. Muss ich überhaupt hin? Ach so, hier geht's noch weiter mit den Lasern. Sprint! Huah! Scheiße! Nein. Ich hab grad Schaden genommen, das ist mir peinlich. Mann! Huah! Jetzt aber. Ein Kinderspiel, was? Ja. Ein Kinderspiel. Der während der DHL-Sendungen nur ein bisschen später ankommt, beziehungsweise nie, weil ich die gerade zerstört habe. Heiltränke mitgenommen, sehr schön. Jesse, warte! Du hast James vergessen. Oh. Die haben Metal Gear. Ich wusste es. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Ich will nicht kämpfen. Ah, da ist noch was. Ich habe es gefunden. Einsammeln. So. Äther. So, ich soll also hier den Gecko kaputt machen und dafür haut die Alte ab. Okay. Können wir uns da nicht irgendwie vorbeischleichen? Ich habe wirklich keinen Bock zu kämpfen. Ah! Diese Waffen können genauso hart einstecken wie austeilen. Okay. Ah, Mann. Ich sehe schon, meine Leben sehen gerade nicht gut aus. Von dem her, ich sollte unbedingt mal... richtigen Augenblick. Also. Boah. Gegenstände, schnell mal einen Heiltrank schlucken. Cloud. Dann los. So, wow! Vorsicht! Wow! Das war knapp! Wow, Deckung! Als Ober 9000! Ah! Wow! Der will es unbedingt wissen, wa? Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner in Strahl bringen. Wenn ein Gegner in Strahl kommt und schockanfällig über einer Schockleiste angezeigt wird, wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllst du Schockleiste besonders schnell und steigerst deine Chancen, um vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fertigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere und auch Elemente können bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle spielen. Finde die Schwachpunkte des Gegners raus.
Das Metall, das nehme ich an. Stahl-Pokémon sind anfällig gegen Feuerattacken. Ich glaube, wir haben ihn. Gucken wir mal. Feuer! Auslöscher! So, Command, du kriegst noch eine Feuerzauber rein. Unsere Chancen schaffen wir uns selbst. Los, nochmal! Was hast du eigentlich? Magie? Du kannst Blitze feuern. Okay, Blitz! Wow, okay, das war... Der ist anfällig gegen Blitz. Das ist sehr interessant zu wissen. Schock. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfähigkeit angreifst, kannst du außerdem... Lass hier schnell. Nutze die Effekt um geschockte Gegner, mächtige Fähigkeit. Okay, gut. Jetzt also, gehen wir alles. Offensivhaltung. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bam. Hua. Hua. Nimm das. Vergiss Block nicht. Ich habe jetzt nur noch einen Nahkampf, dann ist gut. Hua. Komm, einer geht noch. In der Tat. Bist du eigentlich? Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind befehlen gefolgt, was? Schon yep. Du, ja, hier bist ein Ersti. Fein. Ich bin unwürdig. Ja, das bist du. Und jetzt, hau ab. Verkriech dich in deine dunkle Gasse. Das sieht sehr interessant aus. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Zerstören wir ihn. Der Sprengsatz muss dort runter. Das lässt sich einrichten. Hier geht's runter. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt irgendwelche Idioten vorbeikommen und... Kann ich nicht schneller runter? Ja, mit der 1. Ich kann das Mako förmlich riechen. Nein, ich habe nur einen fahren lassen, das ist alles. Ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Vor Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stimme. Natürlich. Du hältst dich schön da raus. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay, klingt gut, klingt gut. Mann, ich wollte mich hier nur mal in Ruhe umgucken. Okay. Dann gehen wir hier runter. So. Oh. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars, ne? An dieser Brücke, wo sie Obi-Wan und Anakin gebettelt haben. Aber gerade beim Thema Betteln sind. Nimm das! Oh. Ah, da oben sind Geschütze. Egal, die können hier einfach mal kommen. Wir rennen einfach weiter. Ach, ist ihm so. Macht nicht so einen Eindruck. Macht so einen Eindruck, als würde so eine kleine Pusteblume dir schon große Sorgen bereiten. So. Da. I see you. I see you in hell. Oder auf dem Schrottplatz, je nachdem. Bam. Das wäre geschafft. Da hast du recht. Nichts drinne. Ach, da war was drinne. Was haben wir denn hier bekommen? Äther. Wir haben Äther bekommen. Da hat mich ein Heiltrank drinne. Das sieht sehr interessant aus. Da will ich auf gar keinen Fall reinfallen in die Brühe, ne? Gibt es irgendwo einen Leiter zum Runterklettern? Ja, ich bin dran vorbeigesprungen. Sprintet. So. Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten! Er sieht alles sehr nach einer Falle aus, beziehungsweise nach einem fetten Bosskampf. Wir schauen mal. Ich würde es aber auch nicht verkehrt finden, wenn das jetzt wirklich da das Schlusslicht ist. Also, ja. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Hm. Den Sprengsatz bringst du also an.
Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Stelle den Timer ein. Okay, 20 Minuten wäre vielleicht ein bisschen zu knapp. Ich nehme mal 30. Hast wohl kalte Füße. Lass mich doch. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf. Ach, nö. Ja, super. Wie kämpft man am besten gegen so einen Teil? Ich weiß nicht. Ich kämpfe gerade zum ersten Mal gegen so einen Teil. Gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmagie. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Okay, Blitzmagie. Das bedeutet... Ah, Magie kann ich gerade nicht wirken. Scheibenkleister. Dann weck ich einfach mal. Warte mal. Cloud. Ich hab's vergessen. Warte mal, läuft der Timer eigentlich schon? Ich weiß gerade nicht. Ich denk nicht, ne? Kommandos, okay, warte mal, pass auf. Dann machst du mal, du machst deine Blitzmagie. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal mir und kämpf lieber. Und ich mache Heilgegenstände und heile mich erstmal, sonst sterbe ich hier noch. Cloud, Heiltrank, so. Noch ein Heiltrank, einfach mal, weil ich mein Glück kenne und ich genau weiß, dass ich jeden Moment gleich sterben könnte. Angriff! Leroy Jenkins! Also los. Warte mal, warte mal. Hier, warte mal. Du machst mal kurz nochmal. Ach, kannst du gerade nicht. Okay. Wechsle Offensivhaltung. Oh, was soll ich machen? Ein Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, wenn du weiterhin angreifen möchtest. Okay. Aber sieht aus, als ob ich gleich eine Menge Schaden kriege, ne? Das ist nicht wohl überschätzt, was? Ich übernehme das mal besser. Ist gerade wieder frei? Verdammt, ich war zu lang. Alles andere hätte mich auch gewonnen. Ich wechsle zu... Ach nee, warte, so ging das. Aber warte mal, ich kann wieder Magie wirken. Warte mal, das ist gut. Nee, warte, das war Cloud. Dann versuche ich nochmal Magie zu wirken bei Blitz. Ich habe ja gehört, Blitz soll ja effektiv sein. Komm, hier. Und wechseln zu Cloud. Okay. Cloud hat eine Menge Schaden eingesteckt. Das ist nicht gut. Heiltrank. Ich bin gerade dabei, Dickerchen. Dickerchen ist übrigens auch gerade beim Krepieren, das ist nicht gut. Barrel, Gegenstand, Heiltrank, auf Barrel. Geht's dir gut? Wärst du schneller gewesen, ging's mir weitaus besser. Barrel stirbt mir jetzt nicht weg. Oh, warte mal. Ja, der bringt mir jetzt auch nichts, wenn der jetzt wegstirbt. Also hier, Barrel. Hier, jetzt ist komplett aufmerksam auf dich, das ist gut. Ich mache jetzt noch hier. Bam! Bam! Oh. Hoppla. Das sieht beängstigend aus. Was ist denn das schon wieder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wann setzen die denn sowas ein? Tch, bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Nee. Die ganzen Sachen nur mit der Finger in der Nase. Nee, nee, also in dem ja. Hä? Kann ich keinen Schaden zufügen. Warte, I-Rounder, I-Rounder bitte, I-Rounder, ich habe da gerade Lunte gerochen.
gehen halt nicht. Alles ab. Aber hallo! Frontalangriffe sind zwecklos. Du machst mal deinen Blitzangriff. Oh. Genau. Das wirkt anscheinend auch nicht. Willst du mich veralbern? Kommando, gut, mache ich Magie, Feuer. Hier. Verbrennen. Der Kern. Wir greifen von hinten an. Dann zeig mal, was ein Zeug. Von hinten. Ja, Mann. Wow. Komm her. Wir greifen an. Wir greifen an. Komm. Nicht gut. Ich sollte mal am besten schnell noch Heiltrank schlucken. Ach so, warte mal. Jeder hat eine Schwäche. Wo ist er hin? Oh, warte, jetzt gerade, wo ich hier ausweichen wollte. Okay. Bäh. Bäh. Schluck noch einen Heiltrank. Cloud, du stirbst mir jetzt nicht weg. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Ich brauche eine Heilung. Ja, Mann, ich bin gerade dabei. Ich kann aber gerade keinen. Mann, Cloud, du regst mich auf. Was ist der? Warte mal, Heiltrank auf Cloud. So. Ja, ich bin soweit, Mr. Krabs. Warum zu ballern ist keine Strategie. Mutangriff oder Impulsiv. Wie machen wir das hier? Ja, komm, wir greifen damit mal an. Eine neue Barriere. Boah. Also gut, die kaum Schaden gemacht. Warte, warte. Uah. Blocken. Wir blocken den ganzen Mist einmal weg. Denk an Dark Souls. Denk an Dark Souls. Uah. Okay. Das hat weh. Das hat weh. Das habe ich gespürt. Jeder hat eine Schwäche. Ja, von hinten. Wir hatten das Thema bereits gerade gehabt. Gegenstand. Heiltrank. Cloud. Und von hinten. Uah. Oh, 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 oh. Ach, warte mal. Warte. Beryl. Beryl, du kreist mal mit, Vita an. Ach, Vita. Das heilt also, oder was? Heilt eine kleine Menge MP. Okay, das ist gut. Du kreist mal mit Blitz an. Du kreist mal mit Blitz das Ding hier an. So weiß ich das Team. Komm. Hat nichts gebracht. Das hat keinen Zweck. Das wird schmerzhaft. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lebst ja, bevor du am Vorkommen nicht mehr mitbild. Okay, ist gut. Das Spiel ist aus. Ja, ich bin auch so gut wie tot, darum ist das Spiel auch so gut. Limit! Okay, löse ein Limit aus. Probier mal. Kreuzschlag. Komm. Welche letzten Worte? Okay. Wollen wir mal. So, ich dachte, jetzt mache ich hier übelst den Damage, aber nee, war doch nicht so. So. Heilung geht nicht. Okay. Beryl, du heilst mich mal. Vita auf Cloud. Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. Ah! Ich sehe es jetzt schon, ey. Ich krepiere gleich, ne? So. Ey, komm zurück, du feige Sau. Warte, Stellung wechseln. Heilung ist eine gute Idee. Mache ich auch am besten. Gegenstand, Heiltrank, Cloud. Ja, ich nehme gerade die meisten Schaden, was soll ich dir kurz sagen. Nein, warte, warte. Gegenstand, Heilung, Cloud. Nochmal, ich habe das Gefühl, es hat nicht gewirkt. Oh, es hat sogar gewirkt. Okay. Magie, du heilst mich mal bitte. Cloud, bitte. Danke, Beryl. Jeder hat eine Schwäche. Diesen Dreckschild aktiviert. Komm her! Natürlich, ich muss ihn hinten angreifen, natürlich. Komm, trau dich doch, trau dich! Aus wenig. Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln.
Wenn du ja einen Teil tragen. Cloud. Yes. Boah. So, jetzt bin ich wütend. Boah, jetzt bin ich aber sehr wütend. Ich das nicht mehr durch. Natürlich geht's das lange nicht mehr durch. Gegenstar, warte mal, du kannst mich gleich heilen. Vita, Cloud. So. Na, na. So. Mann. So, komm schon. Wow. Ich brauche eine Heilung. Ja, Mann. Ich hab's kapiert. Kommando. So. Tanken Sie mir die Heiltränke aus. Habe ich das Ding überhaupt benutzt? Gut, jetzt ist Beryl in Lebensgefahr. Beryl, du heilst dich mal selber. Vita auf dich selbst. Rumzuballern ist keine Strategie. Oh, ich sterbe, das sehe ich jetzt schon. Ja, ich sterbe. Ich sehe es. Ich sehe es. Ist klar. Okay, das war knapp. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Verdammt, ich war zu lang. Alles andere hätte mich auch gewundert. Gleich mache ich mein Limit. Mein Limitangriff. Ausweichen, ausweichen. So, jetzt greife ich mein Limit an. Limit. Kreuzschlag. Jetzt wird abgerechnet. So, jetzt aber. Boah. Kommando, so. Du kannst mit deinem Blitz an. Los. Ich brauche eine Heilung. Los geht's. Haut ab, die feige Sau. Ja, natürlich. Er greift mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Das auch ein bisschen mach dich stark in dir. Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Der irgendwas in Deckung gehen, das sagst du so leicht. Cloud ist tot. Das ist eine Einladung und ich nehme sie an. So schlecht. Warte mal, ich habe doch hier eine Heilfee. Warte mal, warte mal. Gegenstände, ich habe eine Phönix wieder. Dann kann ich doch Cloud heilen. Warte mal, Cloud hier. Dafür stirbt jetzt Barry weg. Irgendwann mach sogar ich schlapp, aber sicher nicht heute. So. Cloud ist wieder tot, ja klar. Gegenstand, Phönixfeder, Cloud. Alter, was für ein Mist. Gegenstand. Heiltrank, Cloud. Was für eine Blamage. Jetzt erst recht. Hey, wir versuchen's nochmal. Nutzt die Trümmer als Deckung. Hat er keinen Mund. Das war die Trümmer als Deckung, na klar. Ja, ich lasse diesen Trümmer, ich bin dahinter in Deckung. Barrel ist natürlich kapofähig, na klar. Ja, Kumpel, ich kann dir krass nicht helfen, ne? Zum Angriff. So. Boah. Heiltrank, Cloud, ja. Der war mir eh nur ein Klotz am Bein. Na. So denkst du also von deinen Freunden, ich verstehe. Na. Na. Tief durchatmen, Gegenstände. Lass ich dich hier liegen. Barrel, komm, wir machen es einfach mal. Heilen uns dann selber. Gegenstände. Hauen uns noch einen Heiltrank rein. So, und schön offensiv. Offensiv, los. Ich muss mir die Angriffsmuster. Oh, warte. Ja, wir müssen hinter der Deckung gehen. Barrel, komm her.
Dann bring dich in Sicherheit. Boah, das war knapp. Jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff. Barry, warte mal, dann verwendest du allerdings mal... Okay, du kannst keine Magie verwenden. Schade. Also, wir gehen einfach in Nahkampf rein. Ah! Heilen und dann von vorn. Na! Na! Gut, ich muss ganz dringend was nehmen. Gegenstände, Heiltrank, alles reinhauen, Cloud. Ex und Hop. Beziehungsweise, ich kann doch jetzt Magie wirken. Du wendest mal einen Blitz auf das Vieh. Kommando, Cloud, Gegenstand, Heiltrank, Cloud. Boah, jetzt wird's nochmal richtig spannend, wa? Boah, wow, wow. Ja, ja, Todessternlaser. Ja, ja. Muss ich in Deckung gehen. Knapp. Knappe Kiste. Gut, muss ich den Typen noch ein bisschen supporten. Jetzt Seiltrank. Ich weiß nicht, ob mir das so viel wert ist. Ah, du kannst dich ja auch theoretisch eigentlich noch selbst heilen. Ja, komm. Na, komm. Oh, komm. Ich brauche eine Heilung. So, Kommando. Also, du hast Magie. Du hältst dich mal selbst, ne? Barrel, du hältst dich selbst. Und ich verwende... Oh, ich verwende mein Limit. Kreuzschlag, Quarkskorpion. Los. Angriff. Er kann ja aber auch ruhig mal sterben. Okay, ich bin aber. Mist. Cloud ist kampffähig, das ist schlecht. Oh, Mist. Wie bleiben wir denn da? Ja, ich sterbe jetzt gerade selber. Okay, ist gut. Ja, ich sterbe gerade. Ist gut, ist gut. Halt, warte, ich kann noch. Verwende du mal dein Limit. Granate, okay, ja, mach doch. Mach mal, komm. Hoffentlich stirbt das Vieh jetzt endlich mal. Oh, der nervt, der Bossgegner. Kann der nicht einfach mal ins Gras beißen und gut ist? Nein, oh, er geht uns richtig durch, na klar. Cloud, du liegst am Boden. Ich habe keine Phönixfeder mehr. Ich kann dir gerade nicht helfen, tut mir leid. Hey, soll ich das einfach alleine stemmen? Ja, scheint so. Okay, Barrel, das schaffen wir auch irgendwie. Ah. Warte, warte, jetzt bin ich verzweifelt. Gegenstände, ich habe noch eine Handgranate, werfen wir das Ding einfach. Soldaten hatte ich mir mehr versprochen. Verständlich. Okay, kann man keine weiteren Gegenstände verwenden. Oh, okay. Hält mich gerade an das letzte Leben noch fest. Ich werde sterben, das sehe ich jetzt schon. Ich werde es versagen, ich werde es nicht schaffen. Soll ich das etwa alleine stemmen? Ja. Nicht mal irgendwie, das ist schlecht. Von einem Soldaten hatte ich mir mehr versprochen. Still an der Wille, probier das mal aus. Na, wird das noch was? Wird das noch was? Nee, oder? Es wird nichts mehr. Es wird nichts mehr. Wir sterben. 45 Leben. 45 Leben. Ja, wir sehen gleich den Game Over-Bildschirm. Ist gut. Nicht gut. Nimm das. 3 Leben. Hab ihm ein Bein gefällt. Er hört sich erstmal nicht. Okay. Er hat keine Beine mehr. Sehr gut. Ich zweifle mal trotzdem, dass wir ihn noch schaffen. Ey, das schaffen wir nicht mehr. Der repariert sich von selbst. Ich drehe gleich noch durch. Ja, haben wir auch mal einen Game-Over-Bildschirm gesehen. Okay, ist gut. Gut, meine Lieben. Dann würde ich mal hoffen, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich nochmal mein Glück probiere. Bis dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.